Hi, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks sowie Features auf dem Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge zeigen. Dabei wird sich das Video vor allem an Einsteiger richten, die das erste Mal mit einem S7 bzw. S7 Edge in Kontakt gekommen sind. Das heißt also von ganz normalen Personalisierungsmöglichkeiten, wie passe ich meinen Homescreen an, über Gerätesicherheit bis hin zu tiefer führenden Einstellungen, die ich erst wirklich in einigen Unterebenen der Einstellungen finden kann bzw. dort aktivieren kann. Jetzt kommt noch ein ganz kurzes Intro, dann geht's auch schon los. Das erste Feature betrifft das Aussehen eurer Homescreens, also der Startseiten, wo all eure Anwendungen, Spiele und auch sonstigen Verknüpfungen abgelegt wurden. Und dabei bietet Samsung zwei Möglichkeiten, die Startseiten zu personalisieren. Nämlich zum einen über den Punkt Raster und zum anderen über den Menüpunkt Themes. Und jetzt gibt es auch zwei Möglichkeiten, diese Navigationsleiste oder besser gesagt diese Punkte aufzurufen. Zum einen sucht ihr euch eine Freistelle auf den Homescreens, also genau dort, wo keine App abgelegt wurde. Ihr haltet das Display etwas länger gedrückt und zum Vorschein kommt diese neue Navigationsleiste mit Hintergrund, Widgets, Themes und auch Raster. Als zweites habt ihr die Möglichkeit, diese Navigationsleiste durch Zusammenziehen des Displays mittels zwei Finger aufzurufen und ihr könnt dann im rechten unteren Bereich eben diese zwei Menüpunkte sehen, nämlich zum einen Raster und Themes. Von Beginn an, also bei Auslieferung, ist das Raster auf 4x4 eingestellt, was nichts anderes bedeutet wie 4 Reihen habe ich oder 4 Zeilen und 4 Spalten, sodass insgesamt momentan 16 Anwendungen auf den Startseiten abgelegt werden können. Das heißt 16 Anwendungen auf jeder Startseite, auf jedem Homescreen. Das betrifft jetzt nicht nur die Seite, die ihr momentan hier seht, sondern natürlich auch die benachbarte Seite. Ihr habt jetzt aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist mir zu viel Platz verschwendet. Ich gehe auf eine Rastergröße von 5x5, gehe auf den Punkt Anwenden und jetzt habe ich die Möglichkeit, insgesamt 25 Verknüpfungen, Anwendungen oder Spiele auf meinen Homescreens abzulegen. Die Icons werden dabei natürlich etwas kleiner. Ihr könnt das Ganze natürlich wieder rückgängig machen, wieder auf Raster, auf 4x4, auf Anwenden und ihr seid wieder beim Ursprungszustand. Der zweite Punkt betrifft Themes und das finde ich wirklich viel interessanter und Samsung bietet diese Möglichkeit, ich glaube seit dem Galaxy S6, das komplette Aussehen eures Gerätes zu ändern. Wenn ihr auf den Punkt Themes geht, seht ihr erstmal meine Themes. Das sind die Themes, die ich hier installiert habe, die Designs. Das ist momentan nur eins. Ihr habt aber auch noch empfohlene Themes und hier auf weitere kommt ihr in den sogenannten Store, in diesen Theme Store, wo ihr wirklich die Möglichkeit habt, weitere Themes zu laden. Jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich gehe jetzt hier über meine Kategorie. Ich gehe jetzt über meine Kategorie und suche mir mal einfach ein modernes aus und sage, okay, das erscheint mir ganz gut. Ich wähle es aus, okay, das kostet jetzt Geld, das wäre etwas unglücklich. Ich gehe zurück, wähle mir ein anderes aus und ihr seht, das hier ist zum Beispiel kostenlos, das steht auch immer dabei. Und jetzt habe ich hier wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte dieses Theme downloaden, ist je nach Größe so zwischen 30, 40 MB groß, wird dann in euren Themes abgelegt, also unter meine Themes und dann habt ihr auch die Möglichkeit, das Ganze zu installieren bzw. anzuwenden. Jetzt habe ich den Punkt Anwenden, ich gehe da drauf, bestätige das Ganze nochmal und ihr könnt jetzt eigentlich sofort sehen, dass das Aussehen eurer Homescreens wirklich komplett angepasst wurde. Das heißt nicht nur Hintergrundbild, das Anrufprotokoll sieht anders aus, die Icons sehen anders aus, die Ordner sehen etwas anders aus und hier habt ihr wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, auf diese Art und Weise kann ich mein Galaxy S7 bzw. S7 Edge noch etwas individueller machen. Als nächstes möchte ich euch den privaten Modus vorstellen und um zu verstehen, was der private Modus eigentlich ist, gehen wir erstmal in die Einstellungen. Dazu über Menü. Ich gehe in die Einstellungen. Ziemlich weit unten finde ich den Unterpunkt Datenschutz und Sicherheit. Wenn ich den ausgewählt habe, kommt wieder ein Menü zum Vorschein, wo ich den privaten Modus sehe, der momentan noch deaktiviert ist. Und hier gibt es einen kleinen Hilfetext, nämlich nutzen Sie den privaten Modus, um Inhalte zu verbergen, die vertraulich bleiben sollen. Das heißt, Inhalte aus der Galerie, dem Diktiergerät oder den eigenen Dateien kann ich in einen privaten Modus schieben, sodass sie für Dritte wirklich unsichtbar sind. Ihr seht, momentan ist das Ganze noch deaktiviert. Ich aktiviere das Ganze mal. Ich habe das vorher schon eingerichtet. Und ihr könnt jetzt auch sehen, dass ich den privaten Modus mittels des Fingerabdruckes schützen kann. Ihr habt aber auch noch weitere Möglichkeiten, nämlich den privaten Modus über eine PIN, über ein Passwort oder über ein Muster zu schützen. Ich habe das jetzt über den Fingerabdruck genommen, weil das für mich einfach die sicherste Methode ist. Sobald dieser private Modus aktiviert ist, habe ich auch schon die Möglichkeiten, Objekte aus der Galerie, dem Diktiergerät und den eigenen Dateien zu schützen und für Dritte
unzugänglich zu machen. Ich gehe dazu mal in die Galerie und mache das an einem Beispiel sichtbar. Nämlich habe ich hier verschiedene Screenshots aufgenommen, unter anderem von meinem Fritzbox-Zugang bzw. dem Akkuverbrauch hier vom Galaxy S7 Edge. Und wenn ich das aufgerufen habe, finde ich oben den Punkt Mehr. Ich gehe auf diesen Punkt Mehr und sehe dann den Unterpunkt Nach Privat verschieben. Ich klicke das Ganze an. Es wird nach Privat verschoben und damit ist dieser Screenshot auch aus meinen eigentlichen Screenshots gelöscht worden. Ihr seht es hier, dort wo eben noch zwei abgelegt wurden, ist momentan nur noch einer abgelegt. Ich gehe zurück, sehe aber jetzt einen neuen Ordner, der heißt Private. Und genau dort werden all die Screenshots abgelegt oder Bilder abgelegt, die eben auf den privaten Modus verschoben wurden. In dem Fall eben nur dieser eine Screenshot von mir. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn das Ganze doch privat ist, warum sehe ich das Ganze noch? Ganz einfach, ihr befindet euch aktuell immer noch im privaten Modus. Und um das zu deaktivieren, gibt es auch eine Schnelleinstellung. Und dazu zieht ihr einfach die Benachrichtigungsleiste herunter und findet hier den Punkt privater Modus. Ich schalte das Ganze aus. Keine privaten Inhalte verfügbar. Und wenn ich jetzt in die Galerie gehe, ist dieser Ordner mit dem Punkt Private ist komplett verschwunden. Das heißt, der private Modus ist ausgeschaltet und ich habe keinen Zugriff mehr auf die Bilder. Und wenn ich den aktivieren möchte, muss ich das Ganze natürlich noch verifizieren mit einem Muster bzw. in diesem Fall mit meinem Fingerabdruck. Und sobald ich das aktiviert habe, können die auch hier sehen, taucht dieser neue Ordner mit Private wieder auf. Das ist also der private Modus für Dateien aus den eigenen Dateien bzw. dem Diktiergerät bzw. der Galerie, die Inhalte von euch schützen sollen, wenn ihr das Gerät zum Beispiel einem Fremden gebt bzw. einem, dem ihr nicht wirklich so vertraut. Im nächsten Schritt möchte ich euch zwei Punkte in der Kameraanwendung zeigen, wobei einer dieser Punkte schon von einem Apple iPhone 6s bzw. 6s Plus bekannt ist. Dazu rufe ich natürlich die Kameraanwendung auf und zum Vorschein kommt diese altbekannte Oberfläche mit der Möglichkeit auf der rechten Seite in die verschiedenen Modi zu switchen bzw. auch ein Bild auszulösen. Was ich euch zeigen möchte, ist jedoch in den weiterführenden Einstellungen zu finden. Dazu klickt einfach auf dieses Zahnradsymbol jetzt im unteren linken Bereich und zum Vorschein kommt eben dieses weiterführende Menü mit der Möglichkeit, Videogrößen zu ändern bzw. auch ein Raster über die Kameraanwendung zu legen. Das, was ich euch zeigen möchte, heißt allerdings Bewegungsaufnahme und Bilder direkt anzeigen. Bewegungsaufnahme heißt einen kurzen Videoclip der Geschehnisse vor jeder Bildaufnahme aufnehmen. Das heißt, bevor ihr ein Bild auslöst, nimmt die Kamera schon die Geschehnisse auf, die eben mit der Kamera bzw. mit dem Smartphone vorgenommen werden. Und wenn ich jetzt bei dem Auslösen des Fotos einfach die Kamera oder das Smartphone etwas bewege, wurde ein sogenanntes Live-Bild bzw. hier bei Samsung heißt es Bewegungsaufnahme aufgenommen. Um diese Bewegungsaufnahme jetzt abspielen zu können, bin ich in die Galerie gegangen. Ihr findet jetzt rechts dieses kleine Galeriesymbol mit einem Play-Button und wenn ich dann da drauf klicke, seht ihr, dass wirklich vor dem Auslösen des Bildes ein kurzer Videoclip gestartet oder aufgezeichnet wurde. Das ist also die Bewegungsaufnahme, die, glaube ich, auf den Apple iPhones Live-Bild oder ähnlich heißen. Der zweite Punkt, und den habe ich auch schon angesprochen, den ich euch zeigen möchte, betrifft den Unterpunkt Bilder direkt anzeigen. Bisher ist es ja immer so, wenn ihr ein Bild ausgelöst habt, habt ihr die Möglichkeit, über diesen angrenzenden Galerie-Button euch die Bilder anzuschauen. Wenn ich allerdings diesen Punkt Bilder direkt anzeigen aktiviere, wird euch sofort nach Auslösen des Bildes ein Bild angezeigt, nämlich in der Mitte des Bildschirmes, wo ihr auch dann die Möglichkeit habt, und das werdet ihr gleich sehen, dieses gerade aufgenommene Bild direkt mit euren Freunden oder sonst wem zu teilen. Ich klicke drauf und ihr seht, ich habe die Möglichkeit, dieses Bild direkt zu löschen bzw. auch zu senden. Ich habe das nochmals gemacht und jetzt habe ich schon die Möglichkeit, hier über verschiedene Optionen das Bild mit meinen Freunden oder wem auch immer zu teilen, sei es über Skype, Google Drive, Facebook oder Instagram. Das heißt, diese zwei Punkte, zum einen Bewegungsaufnahme, die bei Apple, glaube ich, Live-Bild heißt, und auch Bilder direkt anzeigen, sind zwei wirklich sehr coole und auch nützliche Features, wie ich finde, die Samsung auf dem Galaxy S7 und auch Galaxy S7 Edge an den Start gebracht hat. Ich gehe jetzt zusammen mit euch nochmals in die Einstellung, dort auf den Punkt Anzeige, denn dort wird alles gemanagt, was mit dem Display zusammenhängt. Unter anderem natürlich die Bildschirmhelligkeit, die Schriftgröße oder auch der Bildschirm-Timeout. Was ich euch hier zeigen möchte, heißt allerdings Always On Display und das wurde mit dem Galaxy S7 bzw. Galaxy S7 Edge eingeführt. Das findet ihr etwas weiter unten. Momentan ist das Ganze auch schon aktiviert und damit ihr erstmal einen Überblick bekommt, was das Always On Display ist, schalte ich das Gerät auf der rechten Seite aus bzw. schicke es in den Standby.
Und wenige Sekunden später erscheint schon das sogenannte Always-On-Display. Es ist so eine Art Bildschirmschoner, wo euch jetzt in diesem Fall zum Beispiel der Kalender angezeigt wird mit der Uhrzeit, mit dem Monat und auch mit dem aktuellen Akkustatus. Aber diese Funktion bzw. das Aussehen könnt ihr nochmals in den Einstellungen ändern bzw. verfeinern. Unter anderem habt ihr den Unterpunkt anzuzeigender Bildschirminhalt. Dort könnt ihr auswählen zwischen Uhr, Kalender, was momentan ausgewählt ist, und auch Bild. Und je nachdem, welchen Inhalt ich auswähle, habe ich hier nochmals die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen anderen Stil, ein anderes Aussehen dieses Always-On-Display. Momentan habe ich hier die Uhr im linken mittleren Bereich ausgewählt und ich sperre nochmals das Gerät. Und ihr könnt sehen, dass jetzt aktuell ein anderer Bildschirminhalt dargestellt wird, ohne Kalender, allerdings auch wieder mit Datum, Uhrzeit und auch dem Akkustatus. Und genauso habt ihr hier auch die Möglichkeit, das Hintergrundbild zu ändern, was dann auf diesem Always-On-Display angezeigt werden soll. Ich glaube, das ist im Video etwas schlechter erkennbar. Aber im Grunde genommen ist das nur eine farbliche Hinterlegung dieser Uhr, zum Beispiel Rot, Grün, Violett oder auch Blau bzw. kein Hintergrund. Dahingehend könnt ihr euch also das Always-On-Display nochmals etwas individualisieren. Warum das Always-On-Display ist auch relativ einfach. Samsung hat es damit erklärt, ihr habt zum Beispiel das Telefon auf dem Schreibtisch liegen und ohne jetzt unbedingt das Telefon entsperren zu müssen, habt ihr schon einen ersten Blick auf das Display, wie der Akkustatus ist, wie die Uhrzeit ist oder wie auch natürlich das Datum des heutigen Tages ist. Ich bleibe erstmal in den Einstellungen, da in der Regel in den Einstellungen immer recht viel zu finden ist, und gehe hier auf den Menüpunkt Seitenbildschirm. Und der Seitenbildschirm ist nur dem Galaxy S7 Edge vorbehalten und nicht dem ganz normalen Galaxy S7. Und wie ihr hier in dieser Animation sehen könnt, ist es möglich, auf dem Galaxy S7 Edge ein Seitenpanel oder den sogenannten Seitenbildschirm hervorzuziehen, durch Hereinstreichen vom rechten bzw. linken Bildschirmrand. Im unteren Bereich habt ihr noch die Verwaltung der Seitenpaneele bzw. Panels, ihr habt noch sogenannte Seitenfeeds und auch das Seitenlicht. Ich gehe im ersten Schritt erstmal in die Seitenpanels und hier könnt ihr sehen, dass ich die Möglichkeit habe, verschiedene Seitenpanels auszuwählen, über Favoriten, über Wetter. Ich habe hier eine Werkzeugleiste, ich kann mir Kalenderdaten anzeigen lassen, beziehungsweise Twitter-Feeds oder Twitter-Trends. Und ich habe im unteren Bereich in dieser Panelverwaltung nochmals die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte die Position ändern, nämlich von der rechten auf die linke Seite und ich möchte die Größe ändern, von klein zu mittel hinzu zu groß und auch die Transparenz dieses Seitenpanels ändern. Momentan lasse ich das mal so eingestellt. Das heißt, ich habe momentan mein Seitenpanel, meinen Seitenbildschirm auf der rechten Seite mit einer mittleren Größe und 32% Transparenz. Das sind also die sogenannten Seitenpanels, die ich euch gleich nochmal zeigen werde. Dann gibt es noch die sogenannten Seitenfeeds. Hier könnt ihr sehen, dass zum Beispiel entgangene Anrufe angezeigt werden bzw. getätigte Schritte. Und zu guter Letzt habt ihr noch das Seitenlicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Gerät, wie in dieser Grafik auch wieder angezeigt, auf das Display lege, bekomme ich eine Nachricht über dieses Seitenpanel, über diesen gewölbten Seitenrand, dass zum Beispiel ein Anruf eingegangen ist und das Display fängt an aufzuleuchten. Das heißt, ich kenne oder erkenne wirklich sehr gut, wenn das Display auf dem Kopf liegt, dass ein Anruf gerade aktiv eingegangen ist bzw. eingegangen war. Das wird mir also hier mit dem sogenannten Seitenlicht angezeigt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich dieses Seitenpanel oder den Seitenbildschirm aufrufe, und dazu drehe ich das Smartphone mal etwas auf die Seite und ich glaube, ihr könnt es hier ganz gut erkennen. Hier ist so ein kleiner weißer Zipfel am rechten Rand und darüber, wenn ich da reinstreiche, kann ich das sogenannte Seitenpanel aufrufen. Momentan werden mir unter anderem meine Favoriten angezeigt, das heißt meine VIP-Anzeige. Es wird mir das aktuelle Wetter angezeigt. Ich habe hier Shortcuts für Apps. Ich habe hier Quick Tools, also Werkzeuge, unter anderem einen Kompass. Ich habe die Möglichkeit, mir ein Lineal anzeigen zu lassen oder auch die Taschenlampe. Einen Schritt weiter habe ich hier meinen Kalender und hier nochmals einen Schritt weiter die sogenannten Trends von Twitter. Ihr könnt natürlich auch über diese Einstellung das Seitenpanel, diesen Seitenbildschirm anpassen, indem ihr hier unten links auf das kleine Zahnradsymbol geht und ihr seid wieder in den gleichen Einstellungen, die ich euch schon vor einigen Sekunden gezeigt habe. Ich finde diese Funktion äußerst hilfreich. Während sie, ich glaube, beim Galaxy Note
Edge noch etwas hilfsbedürftig aussah, ist das beim Galaxy S7 Edge schon wirklich richtig gut ausgereift und ich nutze das wirklich jeden Tag, um zum Beispiel Favoriten anzurufen, beziehungsweise auch mal die Shortcuts, die ich hier auf der rechten Seite des Bildschirmrandes abgelegt habe, weil ich immer weiß, dass hier meine Favoriten sowohl an Kontakten als auch an Apps abgelegt wurden. Das ist also der sogenannte Seitenbildschirm auf dem Samsung Galaxy S7 Edge. Und es geht weiter in den Einstellungen. Dabei rufe ich mal den Unterpunkt erweiterte Funktion an und ich finde, dass in diesem Punkt, nämlich genau hier, der dunkelorange gekennzeichnet ist, wirklich die coolsten Features stecken, die auf dem Galaxy S7 bzw. Galaxy S7 Edge verfügbar sind. Unter anderem fängt das hier oben mit den Spielen an. Sobald ich diesen Punkt aufrufe, habe ich hier zwei Auswahlmöglichkeiten, nämlich zum einen den Game Launcher und auf der anderen Seite die Game Tools. Die werde ich euch jetzt mal hier in diesem Video verlinken, denn ich habe extra ein Video dazu gemacht, wie das mit dem Game Launcher bzw. den Game Tools funktioniert. Im Grunde genommen ist es wirklich ein Spiele-Launcher und es sind auch Spiele-Tools, wie der Name natürlich schon aussagt, die euch ermöglichen, wirklich barrierefrei zu spielen. Das heißt, wenn ihr diese Tools aktiviert bzw. den Game Launcher nutzt, ist es euch möglich, die Benachrichtigungen im Spiel auszuschalten. Ihr habt die Möglichkeit, zum Beispiel Spiele zu verkleinern und an einer x-beliebigen Stelle weiterzumachen. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, sogenannte In-Game-Shots, Screenshots und auch Aufnahmen in Videoform von dem eigentlichen Spiel und der Frontkamera anzufertigen, sodass das wirklich für Let's Play Spiele eine richtig feine Sache ist hier auf dem Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge. Dann gehe ich einen Punkt weiter, Kamera-Schnellstart. Kamera-Schnellstart ist auch schon vom Galaxy S6 Edge bekannt oder Galaxy S6. Das heißt, wenn ihr zweimal auf den Home-Button drückt, muss natürlich relativ schnell funktionieren, dann wird die Kamera geöffnet, drückt ihr wieder einmal, seid ihr natürlich auf dem Homescreen. Das heißt, wenn dieser Punkt aktiviert ist, gelangt ihr immer auf schnelle Art und Weise in eure Kamera und könnt sofort mit dem Knipsen von Fotos beginnen. Der nächste Punkt betrifft Geste für Pop-up-Ansicht. Und den rufe ich mal ganz kurz auf und hier zeigt die Grafik auch schon wieder, wie das funktioniert. Das heißt, in einer bestimmten Anwendung, hier werden aber nicht alle Anwendungen unterstützt, müsst ihr einfach von der oberen linken Ecke nach unten rechts ziehen und dann wird der aktuelle Bildschirminhalt verkleinert. Um euch das mal zu zeigen, gehe ich mal auf Twitter. Die Twitter-App öffnet sich natürlich und jetzt ziehe ich das Fenster mal von oben links nach unten rechts und ihr seht gerade, das Fenster hat sich komplett verkleinert und ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, das Fenster möchte ich frei auf meinem Homescreen positionieren und ich habe dann natürlich noch die Möglichkeit, im Hintergrund ganz normal mit meinem Homescreen zu interagieren. Ihr packt dann hier wieder diesen Punkt und könnt dann das Fenster wirklich wieder frei auf eurem Display, auf euren Homescreens positionieren. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, das Ganze zu verkleinern. Dann erscheint hier so eine kleine Kugel, eine kleine Twitter-Kugel. Ihr drückt da wieder drauf, dann öffnet sich das wieder. Ihr habt die Möglichkeit, das Fenster zu schließen oder auch das Fenster wieder zu vergrößern, sodass ihr wieder bei der ganz normalen Ansicht seid. Das ist also die sogenannte Pop-up-Fenstergeste, die auch unter den erweiterten Einstellungen oder erweiterten Funktionen in den Einstellungen aktivieren könnt. Meiner Meinung nach, soweit ich mich erinnern kann, ist das immer noch von Beginn an eingeschaltet gewesen. Das heißt, ihr müsst das nicht absichtlich oder aktuell aktivieren, sondern das ist von Beginn an dabei. Jetzt gehe ich mal auf die Smart Aufnahme und ihr könnt auch hier schon wieder sehen, was das bedeutet. Smart Aufnahme ist einfach nur eine einfache Funktion, ein einfaches Hilfsmittel, einen Screenshot zu erstellen. Und ich versuche das mal vor laufender Kamera zu machen. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Wenn ich mit dem Finger hier drüber streiche, habe ich die Möglichkeit, beziehungsweise mit der Handkantenfläche, habe ich die Möglichkeit, einen Screenshot zu erstellen. Und dazu ziehe ich mal die Navigationsleiste nach unten und ihr könnt es sehen, der Screenshot wurde aufgenommen. Jetzt kann ich das Ganze bearbeiten, senden oder natürlich auch löschen. Das ist also über den Bereich der Einstellung, erweiterte Funktionen und der Smart-Aufnahme möglich. Ich gehe dann auch nochmals auf Screenshot. Und auch hier seht ihr wieder, wie das Ganze funktioniert. Auch wieder mit der Handkante drüber streichen. Und wirklich der interessanteste Punkt für mich sind die Galaxy Apps bzw. Galaxy Labs, also das Galaxy Labor, wo euch Anwendungen vorgestellt werden, die noch nicht wirklich auf dem Smartphone von Beginn an implementiert wurden, sondern wirklich noch so in einer Beta-Phase, in einer Laborphase sind. Unter anderem habt ihr jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte alle Apps auf dem Startbildschirm angezeigt bekommen, was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass ihr keinen App-Drawer, also kein zentrales Installationsverzeichnis mehr besitzt. Momentan ist das natürlich ausgestellt, ich zeige euch das. Ihr habt hier dieses ganz normale Menü und ihr könnt die voll installierten oder alle installierten Apps aufrufen.
Wenn ich jetzt allerdings wieder in die Einstellung gehe, Galaxy Labs, und sage, okay, ich möchte alle Apps auf dem Homescreen haben und ich gehe dann zurück, dann dauert es einen kleinen Moment und ihr könnt sehen, dass hier unten dieser Menübutton verschwunden ist und dass alle installierten Anwendungen hier auf dem Display abgelegt wurden. Ähnliches kennt man natürlich auch schon von anderen Herstellern, wie dem Apple iPhone 6 zum Beispiel. Huawei macht das, Honor macht das, ich glaube ZTE macht das auch und Samsung bietet jetzt auch diese Möglichkeit an, allerdings nur etwas versteckter, nämlich in den Einstellungen, erweiterte Funktion, Galaxy Labs und dann alle Apps auf den Startbildschirm. Dann gibt es noch eine Schnellwahl, wo man einfach nur sagen muss, okay, ich halte die Home-Taste gedrückt und spreche dabei einen Namen ein und dann wird eben dieser Name schon angewählt. Das heißt, wenn ich das aktiviere, halte die Home-Taste gedrückt und rufe dann einen Namen aus bzw. spreche einen Namen aus, dann wird eben dieser Name bzw. die Telefonnummer dieses Namens, dieses Kontaktes angerufen. Auch ein sehr nettes Feature, habe ich mal ausprobiert, funktioniert auch wirklich einwandfrei. Von daher finde ich wirklich die Galaxy Labs Option in den erweiterten Funktionen wirklich sehr hilfreich. Schaut dort auf jeden Fall vorbei in den erweiterten Funktionen. Da gibt es wirklich die coolsten Sachen, die man hier auf dem Galaxy S7 oder auch Galaxy S7 Edge aktivieren kann. Im Grunde genommen möchte ich euch jetzt nur noch drei Features zeigen und anfangen möchte ich dabei mit Multi-Window, also einer Möglichkeit, zwei Apps gleichzeitig auf einem Bildschirminhalt laufen zu lassen. Eine im oberen Bereich, eine im unteren Bereich und diese Anwendung könnt ihr auch simultan, also gleichzeitig nutzen. Dazu gibt es auch zwei Möglichkeiten, Multi-Window aufzurufen, nämlich über das Gedrückthalten des Multitasking-Button. Dann wird euch eine Anwendung für den oberen Bereich vorgeschlagen, da wähle ich jetzt mal Twitter. Und dann im Anschluss wird euch eine Anwendung für den unteren Bereich vorgeschlagen und dann nehme ich einfach mal das Memo. Und genauso könnt ihr das auch auf eine andere Art und Weise machen, indem ihr nämlich nur einmal ganz kurz diesen Multitasking-Button drückt. Und ihr seht jetzt hier neben dem X nochmals ein Symbol. Und wenn ihr dann dieses Symbol anklickt, wird schon das Multi-Window gestartet. Und jetzt habt ihr auch hier wieder die Möglichkeit, Multi-Window für den oberen bzw. in diesem Fall für den unteren Bereich festzulegen. Und genau hier wähle ich einfach mal das Memo aus. Was kann ich jetzt mit Multi-Window machen, außer dass ich jetzt zwei Anwendungen gleichzeitig auf meinem Display habe? Ihr habt die Möglichkeit, unter anderem die Fenstergröße zu bestimmen. Ihr haltet wieder diesen Punkt gedrückt, wie auch schon beim Pop-Up-Fenster und habt jetzt die Möglichkeit zu sagen, das eine Fenster mache ich größer, beziehungsweise das andere Fenster mache ich kleiner. Ihr könnt es natürlich komplett vergrößern, ihr könnt es natürlich auch wieder verkleinern oder die Fenster wechseln, das heißt von oben nach unten, beziehungsweise von unten nach oben. Und da drückt ihr ganz einfach hier auf diesen Wechselpfeil. Und dann wandern die Fenster eben, wie gesagt, von unten nach oben bzw. von oben nach unten. Aber was kann ich jetzt hier wirklich mitmachen? Ihr habt zum Beispiel hier diesen Tweet von Android Headlines, den möchte ich mal kopieren. Ihr seht es, das Ganze ist in die Zwischenablage kopiert worden. Zum Beispiel für einen späteren Arbeitsablauf, weil ich diese Headline wirklich cool fand. Ich drücke auf Neues Memo und halte dann hier einfach gedrückt und sage, ich möchte das Ganze einfügen und habe dann sofort mein Memo gefüllt, nämlich mit diesem Tweet von Android Headlines und kann das Ganze natürlich abspeichern, kann diese Memo dann natürlich mit meinen Freunden teilen und zum Beispiel einem Autor, falls ihr einen Blog besitzt, sagen, okay, ich finde diese Nachricht eigentlich ganz cool, bitte teil sie mal mit unseren Zuschauern bzw. Lesern. Dafür ist eigentlich Multi-Window gedacht, Inhalte zum einen simultan zu konsumieren, das heißt zum Beispiel hier unten ein Video zu schauen, oben bei Twitter irgendwelche Nachrichten zu lesen bzw. Inhalte von A nach B zu kopieren, ohne umständlich von einer Anwendung in die andere zu hüpfen. Dafür ist Multi-Window gedacht und das funktioniert auf dem Galaxy S7 natürlich und Galaxy S7 Edge wunderbar. Sowohl der vorletzte als auch der letzte Punkt dreht sich wieder um die Einstellung. Dazu rufe ich die Einstellung wieder auf und ihr könnt sehen, also schon auf den ersten Blick, dass die Einstellungen doch für den Anfänger recht unübersichtlich sind. Wir haben hier zwar verschiedene Untergliederungen mit Farben von hellblau über dunkelblau, orange oder auch grün, aber nichtsdestotrotz gibt es da wirklich sehr, sehr viele Einstellungen, die ich hier auf dem Galaxy S7 Edge oder S7 vornehmen kann. Unter anderem gibt es dann wieder Untermenüs, wo ich wieder was aktivieren oder deaktivieren kann. Das heißt, es kann schon mal sehr unübersichtlich werden. Samsung bietet aber einem die Möglichkeit, im oberen Drittel sogenannte Quick Links oder Quick Settings abzulegen, sodass ihr hier wirklich einen Schnellzugriff auf eure wichtigsten Settings habt. Hier sind unter anderem von Beginn an der Töne, Vibration, Anzeige, Seitenbildschirm, Akku, Gerätesicherheit oder sogar das Benutzerhandbuch abgelegt. Ihr könnt hier allerdings bis zu 9 Anwendungen ablegen, also je nachdem, was für euch wichtig ist. Dazu geht ihr einfach auf den Punkt Bearbeiten
Und ihr seht, hier wird euch wirklich allerhand angeboten. Zum Beispiel benötige ich nicht das Benutzerhandbuch, weil das für mich wirklich sehr uninteressant ist. Aber ich habe hier die erweiterten Funktionen, wo ich euch ja eben schon diese coolen Features gezeigt habe. Die ziehe ich dazu und ich ziehe das WLAN hinzu. Ich nehme nochmal hier den Smart Manager und den Mobile Hotspot natürlich und sage dann okay, das sind jetzt die Anwendungen, die ich wirklich dafür benötige und gehe wieder einen Schritt zurück. Und ihr seht, aus diesen 6 Anwendungen, die es mal waren, wurden jetzt 9 Anwendungen. Und 9 Anwendungen ist auch das Maximum, was ich hier an diesen Schnelleinstellungen vornehmen kann, beziehungsweise die ich platzieren kann. Da nehmen sie natürlich etwas mehr Platz ein. Aber ihr seht hier wirklich eure wichtigsten Anwendungen sofort auf den ersten Blick oder eure schnellsten oder wichtigsten Einstellungen, die ihr wirklich täglich benötigt und könnt auch dementsprechend hier mehr oder weniger an- oder abwählen. Wie gesagt, maximal 9 sind möglich. Ich gehe mal nach unten, mal schauen, ob nur 1 angezeigt wird und ihr seht, also von 1 bis 9 ist hier alles möglich. Wie gesagt, viele Anwendungen oder viele Schnelleinstellungen sind hier wirklich sehr empfehlenswert. Für mich zum Beispiel WLAN, die erweiterten Einstellungen oder Funktionen oder auch natürlich der Akkumodus und der Smart Manager, sodass ich das natürlich jeder individuell hier ablegen kann. Zu guter Letzt begebt euch nochmals in den orangenen Bereich der Einstellungen und ruft dort den Punkt Eingabehilfe auf. Und ich wette, jeder von euch oder fast jeder von euch schließt ganz schnell wieder die Eingabehilfe, weil jeder sich sagt, ich habe keine Sehhilfe, ich benötige keine Sehhilfe und ich habe auch keine Hörbehinderung bzw. bin schon geschickt genug und kann auch mit allem interagieren. Aber hier gibt es noch 2 Punkte, die ich euch gerne zeigen möchte und die für die normalen, also ohne Seh- oder Hörbehinderung, wirklich sehr zu empfehlen sind. Der erste Punkt ist unter der Hörbehinderung zu finden und heißt einfach Blitzlichtbenachrichtigung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euer Smartphone irgendwo liegen habt oder ihr könnt nicht wirklich richtig gut hören, dann habt ihr die Möglichkeit, über die Blitzlicht-LED auf der Rückseite, also die eigentlich für die Fotos gedacht ist, euch Benachrichtigungen anzeigen zu lassen. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Nachricht auf dem Galaxy S7 oder Galaxy S7 Edge eingeht, fängt dieses Blitzlicht hier hinten neben der Kamera an zu flackern. Ähnliches kennt man ja auch schon von einem Apple iPhone 6S bzw. 6. Von daher ist diese Option, das Blitzlicht hinten einzuschalten, wirklich sehr cool. Verbraucht natürlich ein bisschen Akku mehr, da ja jetzt noch eine 2. LED angesteuert wird, die euch benachrichtigen soll, falls eine Nachricht eingegangen wird. Aber ihr seht diese Blitzlicht-LED definitiv besser als die Benachrichtigungs-LED im oberen Bereich oberhalb des Displays. Im nächsten Punkt gehen wir auf Geschicklichkeit und Interaktion und dort finden wir den Punkt Bildschirm leicht aktivieren. Bisher ist es ja so, wenn ich Inhalte vom Bildschirm ablesen will, beziehungsweise zum Beispiel auch Benachrichtigungen, muss ich immer irgendeinen Knopf drücken. Das heißt, ich drücke den Home-Button, um dann hier Benachrichtigungen zu sehen, oder ich drücke auf der rechten Seite den Power-Button, um dann den Bildschirminhalt sehen zu können. Losgelöst vom Always-On-Display natürlich, diese Uhr bekomme ich, wenn ich das Always-On-Display eingeschaltet habe, natürlich immer angezeigt. Wenn ich jetzt allerdings sage, Bildschirm leicht aktivieren, kann ich, wie ihr das auch wieder hier in dieser Animation seht, den Bildschirm wirklich einfach durch Überstreichen diverser Sensoren im oberen Bereich aktivieren. Always on Display ist an. Ich gehe magischerweise mit meiner Hand über das Display und das Display wird wirklich zum Leben erweckt. Das heißt, ohne das Display zu berühren, habe ich hier wirklich die Möglichkeit, die Bildschirminhalte mir anzuschauen. Einfach hier drüben wegschauen, hier drüber wegstreichen und über den Annäherungs- und Bewegungssensor erkennt das Galaxy S7, dass jemand den Bildschirminhalt aktivieren möchte. Funktioniert eigentlich wirklich sehr zuverlässig. Von oben nach unten, von unten nach oben, eigentlich ohne Probleme. Damit sind wir auch schon am Ende meines Videos über die besten Tipps und Tricks zum Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge. Viele sind natürlich wieder an die Einsteiger gerichtet gewesen, das heißt für Leute, die mit Samsung Smartphones bisher noch nichts am Hut hatten. Allerdings gibt es wirklich sehr, sehr viele coole Funktionen, die in den Einstellungen zu finden sind. Allerdings muss man da etwas tiefer graben, um auch diese Einstellungen und Features finden zu können. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video kommentiert und auch eure Kritik bzw. Anregung unter dem Video hinterlasst. Ich würde mich auch natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.